Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein relativ kleines Video, denn dieser Wohnwagen, mit dem wir jetzt schon ein paar Jahre lang immer mal wieder im Urlaub gefahren sind, ist jetzt verkauft. Ja, wir haben uns jetzt entschieden, diesen Wohnwagen zu verkaufen, denn wir bauen unseren Transporter, der dahinter steht, gerade zu einem Camper um, kann man ja so sagen. Deswegen ist er jetzt hier verkauft und steht jetzt hier noch ja, eine Nacht auf unserem Hof, bis er dann morgen wahrscheinlich abgeholt wird. Deswegen möchte ich euch jetzt nochmal ein Video dazu widmen und ein bisschen den Wohnwagen von innen zeigen. Und ja, vielleicht gibt es noch ein paar Interessenten da draußen, die sich dafür interessieren. Und ja, zuerst einmal, wir haben den Wohnwagen schon seit vielen Jahren. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, wie viele Jahre genau. Vielleicht blende ich es hier ein, wenn ich es hier rausfinde. Ja, ansonsten zeige ich euch jetzt noch, bevor wir dann gleich den Wohnwagen uns von anderen gucken, nochmal die besten Highlights quasi, die wir mit dem Wohnwagen hatten, aus ein paar Urlauben und ja, deswegen, die kommen jetzt hier. So, nach dem Highlight jetzt wieder hier angekommen. Das ist jetzt quasi hier der Wohnwagen, so wie er hier gerade steht. Von hinten ja, sieht man jetzt nicht allzu viel. Wir gehen auch, bevor wir nochmal reingehen, nach vorne und auf die andere Seite. Ja, und dann gehen wir mal rein. So. Hier ist jetzt übrigens die Fahrgestellnummer. Ich hoffe, das kann ich überhaupt zeigen. Aber ich denke, naja, ich werde es im Shop machen. Aber vielleicht jetzt für den Schnitt irgendwie irgendwelche besonderen Daten. Oh, es ist jetzt leider auch relativ dunkel drin. Ich hoffe, ihr seht alles. Er ist jetzt wieder im Originalzustand. Wir hatten ihn zwischendrin mal ein bisschen umgebaut gehabt. Also ein paar Sachen sind immer noch umgebaut. Aber so im Allgemeinen ist er jetzt quasi so, wie wir ihn gekauft haben. Hier hinten ist quasi im hinteren Teil des Wohnwagens ist ein Schlafbereich mit Betten. Also, naja, E-Bett. Aber da kann man bestimmt auch zu zweit drin schlafen, wenn es schlimmste Fall ist. Und oben haben wir drei Fächer, also drei einzelne Schubfächer quasi. Ja, dann haben wir hier einen kleinen Einbau, das ist das Bad. Mit einem schönen Spiegel, hier bin ich, hallo. Ja, hier direkt gegenüber vom Bad ist hier dann eine Steckdose. Und der Lichtschalter ist jetzt nicht angeschlossen. Dann kriegt ihr auch die Schlüssel. Und haben hier dann ja, das ganze Küchengeschirr, sage ich jetzt mal, von, ich denke mal, hier wird eine Schmier drin sein, genau. Besteckkasten, überall hier unten eine Verstaumöglichkeit. Und hier ist noch was drin, ich weiß gar nicht, was das ist. Schreibt es in die Kommentare, wenn das wüsste. Über einen Gasherd, der sich hier drunter befindet. Hier, und einer Spüle, die sich auf der anderen Seite drunter befindet.
Und dann kommen wir auf dem anderen Bereich. Das kann man quasi, so wie es jetzt aufgebaut ist, als Essbereich nutzen. Oder als Wohnbereich, sagen wir es mal. In der Mitte ist ein Tisch mit einem Sofa ringsherum. Aber man kann das Ganze auch noch als Bett umbauen. Das heißt, den Tisch kann man quasi eine Etage niedriger fahren und dann das Polster so hierhin manövrieren, dass das dann alles quasi wie ein Bett funktioniert ist. Hier oben sind noch ein paar Hauptschalter über der Küche. Hier auch nochmal Fächer für alles Mögliche. Hier hinten auch. Müssen wir jetzt nicht mal in jedes einzelne reingucken. Das sind eher alle davon immer wahrscheinlich. Dann nochmal hier die Heizung. Ja, auch im Winter und Herbst wichtig. Und auch ein Rauchmelder, auch sehr wichtig. Plus, jetzt ist hier ein Umbau von uns, glaube ich. Hier ist ein Lautsprecher unterm und diesen Sitz. Und hier hinten ist ein Radio, wo auch hier noch am Fenster eine Antenne ist für besten Empfang. Und man einfach unterwegs ein bisschen hören kann. Plus hier dann auch noch mal eine USB-Ladestation mit Anzeige, weil wir auf dem Solar auch selber Dach, auf dem Dach auch selber Solar aufgebaut haben. Das heißt, wir haben quasi neben dem Landstrom, den man hier anschließen kann von außen, haben wir auch autarken Strom auf dem Dach, den wir hier nutzen können. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel eine Sache davon. Die andere ist zum Beispiel hier unter diesem Bett sind diese Kfz-Stecker hier. Ja, sieht man jetzt kaum, es ist relativ dunkel. Ja, ansonsten auch unter diesem Bett ist Platz, hier steht sogar noch ein Hocker drunter. Ja, das Bad auch. Jetzt nicht allzu spektakulär, ist halt einfach ein Bad mit dem Spiegel, der mich bis heute immer wieder verwirrt, weil es ums Eck geht. Sehr komisch. Ja, hier ist auch nochmal Licht drin, ansonsten Fächer, Waschbecken, Toilette, irgendwas zum Duft machen, nochmal Fächer, ja, was man in einem Bad hat. Ja. Ja. Das war es quasi eigentlich so im Groben und Ganzen mit dem Wohnwagen. Ja. So. Genau. Das ist er. Hier draußen ist der Anschluss für den Landstrom. Ja. Ansonsten war es das. Und bald ist er weg.